Es geht hier auf den Spielplatz. Da, die ist total lockerlässig. Ich hab hier die Todesängste, verstehst du? Ich muss mich mit irgendeinem so verfickten, wie heißt das scheiß Ding? Safe-Cop-Typen auseinandersetzen und die geht spazieren mit unserem geistig behinderten Kitty. Schön Katakan-Kind. Naja, wir haben ja eine Lampe und ein bisschen Munition und damit halten wir ja auch alles auf, nicht wahr? Kidman? Hallo Freunde, wir sind wieder bei The Evil Within, Kapitel 13, Opfer, passender Titel, denke ich, weiß es natürlich jetzt noch nicht, aber wenn ich mir das alleine hier schon angucke, reicht's mir eigentlich, aber wir kriegen Munition direkt am Anfang geschenkt. Warum ist da ein Auge jetzt? Ich hole mir ein bisschen Brainflüssigkeit. Oh, guck mal. Kam gleich noch ein bisschen mehr raus. Und, wie wir bekanntlich wissen, wenn wir da nochmal drauf drücken, kommt eine Bombe mit. Das wollen wir nicht. Jetzt gucke ich erstmal, welche Waffe. Oh, ich habe tatsächlich die Munition voll. Ich werde nicht mehr. Also wenn er sich schon da vorne rumschleicht, werde ich hier nochmal kurz ein bisschen gucken. Könnte ja sein, dass hier irgendwas ist. Ich muss hier, glaube ich, gleich sogar lang. Das ist eine Kiste. Außer dieses bescheuerte Glibberwasser ist hier auch wieder nichts, ne? Ich denke... Was ist denn das? Achso, Schrotmunition. Ich denke, so ein Hammer mit diesem geilen Maschinengewehr obendrauf werde ich nicht allzu oft hier rumliegen sehen. Schade eigentlich, da muss ich mit meinen kleinen anderen Kniften hier klarkommen. Auch wenn die Gegner mal eben 5 Kilometer groß sind. Das will uns ja nicht verschrecken. Ich bin Sebastian Castellanos und oh, eine Dusche. Gucke. Ich kann sie nicht öffnen. Hm. Oh. Ich denke, die Wasserleitung dürfte auch leicht beschädigt sein. Na gut. Okay, duschen ist nicht. Hast du gehört? Wir müssen nach unten. Ja, ne? Halt durch, wenn du da unten bist. Wir kommen. Du gehst vor. Los. Oh, was denn? Oh, guck mal da. Tagebuch wieder. Was zu lesen. Tagebuch von Sebastian Castellanos. 1. September 2012. Myra ist weg. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von ihr gehört. Ich hab's den anderen erzählt, aber die halten mich für verrückt. Ihr Auto, ihr Computer und einige ihrer Sachen sind fort. Kein Anzeichen von falschem Spiel. Alle glauben, dass sie mich verlassen hat. Sie reden über meine Trinkerei, als ob die etwas mit Myras Verschwinden zu tun hätte. Sie verhalten sich auch nicht so, als wäre sie verschwunden. Sie behandeln mich, als wäre ich schuld, dass sie mich verlassen hat. Aber ich weiß, das hat sie nicht. Jemand hat sie mitgenommen. Sie war irgendetwas auf der Spur. Aber was? Uiuiui. Na Leute. Jetzt können wir schon wieder ein paar Special Effects aufladen, wa? Wir gehen einfach mal fix durch. Um mal zu gucken, ob vielleicht wieder was anderes verfügbar ist. Manchmal finden wir jedoch auch ganz andere Dinge. Hier sieht es immer noch so. Hat die Alte nicht einmal aufgeräumt? Ey, die hängt den ganzen Tag hier rum. Was hier der böse Traum ist. Ja, das frage ich mich auch. Die ist auf jeden Fall ein böser Traum. Wo ist die denn hin? Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Bist du denn? Ja, Fräulein, trotzdem hast du es nicht geschafft, hier mal sauber zu machen, oder was?
Du hockst hier die ganze Zeit rum und das war's. Da! Hier, wischen! Ich meine, meine Krankenkasse bezahlt das hier garantiert nicht, dafür, dass du das so... Also... Ach. Da fehlen mir die Worte. Da! Ich nehme dir gleich den scheiß Hocker weg. Okay, hier wird es wahrscheinlich eh nichts geben. Wenn hier nichts Besonderes antituliert wird, dann werde ich einfach mal bloß wieder auf meinen kackelektrischen Stuhl gehen. Und mich mal wieder ein bisschen voll brezeln lassen. Mal schauen, was wir für 9850 leisten können. Maximale Sprintdauer, nö. Nahkampfschaden, ja. Ich bin auch so oft mich am Prügeln mit den Waffen. Schadensmutliplikator, was den scheiß Revolver angeht, kann ich nicht. Feuerrate kann ich erhöhen für 7000. Magazinkapazität, die wäre natürlich auch geil. Für 5000. Ja, will ich verbessert haben. Genauigkeit geht nicht. Kritische Treffer. Ich mag das mit dem kritischen, aber das könnte ich mir leisten. Nehme ich. So, kann ich mir jetzt auch irgendeine andere Kackscheiße leisten hier? 1850. Da hier. Scharfschützengewehrmunition. Granaten. Das ist alles. Ich krieg hier so den super tollen Kram. Ich kann. Das ist zu teuer. Genauigkeit. Könnte ich mal Dings bei der Magnum auffüllen, aber. Die habe ich nicht allzu oft. Dann nehme ich doch mal lieber. Die Feuerrate bei der Pump ist eigentlich nicht so schlimm. Ich nehme auch mal die Nachladegeschwindigkeit. Nur noch 350 Punkte. Ach, mein Gammelgehirnzeugs Wasser ist schon wieder fast leer. Ob es dafür hier von diesem tollen Supertypen Kredit gibt. Das Auge wird es mir sagen. So. Ich schnapp mir jetzt noch den Regenschirm und dann kann es losgehen. Ja, ist ja gut. Ich komme hier nicht runter. Runterspringen ist nicht. Hier, komm mit. Dann müssen wir hier lang. Oder auch nicht. Aber hier ging es doch irgendwie lang. Da brennt's. Bin ich denn tot, wenn ich da lang renne? Irgendwas sagt mir, dass ich das schon wieder nicht ausprobieren sollte. Hier geht's lang. Gucke, sag ich doch. Ist das jetzt irgendwas Gefährliches, dass ich jetzt Angst haben muss hier, oder? Ist das Säure? Oh, das dauert ja ewig. Oh Gott. Zum Glück habe ich es gesehen. Hier liegt, warum liegt hier so viel von dem Kram rum? Ich habe irgendwie so ein doofes Gefühl. Diese Kackkiste. Hier ist jetzt auch weg. Machen wir mal ein bisschen Licht hier. Warum rennt eigentlich unser Typ nicht mit? Muss ich alles alleine machen hier, oder was? Ich gehe mich an der Rezeption beschweren. So, hier, viermal die Null. Schau, mein Typ kommt nicht mit, ja. Was denn jetzt? Oh. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Hier ist frisch gewischt, Leute. Deswegen bewege ich mich jetzt langsam. Nicht, dass ich... Ach, dass sich die Klinke gerade bewegt. Ah... Meine super Anti-Rutschschuhe halten das aus. Die sind nämlich von Geox. Atmungsaktiv. Gott. Was kann denn so eine Verwüstung verursachen? Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden guckt? Ja, aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Dann konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen. Als die Brücke benutzen. Ja, na klar. Dafür ist ein Zug gemacht. Nicht zum Fahren, sondern zum Rübergehen. Jetzt einfach mal ein Ticket gekauft rechtzeitig hier. Warum bin ich überhaupt Polizist geworden? Ich glaube, ich soll da drauf schießen.
Ja, nicht mit dem. Dafür haben wir so wenig Munition. Wir nehmen mal unser tolles Superteil hier. Schön. Nachladen, dann kann ich eine wieder mitnehmen. Zip. Zwei? Okay. Ach ja, ich habe die Magazinkapazität erhöht. Fast hätte ich es vergessen. Eins sagt mir jetzt trotzdem noch nicht, warum das Kapitel Opfer heißt. Bis jetzt geht eigentlich ganz gut. Riskier das lieber nicht. Das ist so eine Treppe. Ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Was eine feige Sau, das ist auch eine Treppe, Mann. Ich gehe jetzt wieder wahrscheinlich den total super behinderten Kackweg mit Mörder aufschlitzern. Scheiße. Und dreckigen Stinkefüßen. Oh. Wenn ich dieses Geräusch schon wieder höre, ne? Ich... Ja, da läuft's mir ekelhaft eiskalt den Rücken runter, ne? Alter. Der Typ lebt ja immer noch. Ob ich mir trotzdem schnell so eine Dose hier gönnen kann? Ein Safe auf dem Kopf. Wow. Kontrollpunkt. Ah ja, er ist wieder durch die Flammen gerannt. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als durch diesen anderen super sicher wirkenden... Hallo, mein Freund. Ich habe eine Idee. Komm mal hierher. Siehst du mich? Und komm mal her gerannt. So, Mann. Geht doch. Ich finde das super, wenn ihr euch selbst zu Hack verarbeitet. Den brauche ich nämlich nicht. Irgendwas Ausgeweitetes wieder hier. Das Ding ist voll. Hört ihr das? Wenn ich jetzt hier rausgehe, bin ich tot. Wo ist er denn? Das Herz hat aufgehört zu schlagen. Der müsste jetzt weg sein. Ich hoffe, dass ich das richtig kombiniere. Das Kackvieh ist da. Ist das überhaupt ein Zombie?
Geh einfach links den Gang lang. Danke. Oh mein Gott. Oh Gott, Leute, da bleibt einem ja die... Ne? Also jetzt wird es ein bisschen spannend gerade wieder. Okay, sehen tut er mich, glaube ich, noch nicht. Das heißt, ich werde hier hinten mal eben lang gehen können. Boah, wie viele von den Säurekackdingern muss ich denn bitte schon entschärfen? Scheiße. Komm, komm, komm. Töten. Fletch. Fletch. Ich verbrenne dich mal kurz. Dürfte ja nicht allzu viel Aufsehen erregen, wenn hier mal eben schnell ein Feuerchen brennt. Da ist schon wieder diese doofe Statue. Hier liegen Fallen, da darf ich bestimmt nicht reinrennen. Oh, der Typ nervt, ne? Mit seinem komischen Rumgegurgel da. So, dann schaffen wir das mal eben schnell. Mal eben schnell ist gut. Das dauert eine gefühlte Ewigkeit hier. So, hier haben wir noch eine Falle. Okay, wir rüsten hier uns anscheinend für den ultimativen Krieg. Warum kann ich mich jetzt hier verstecken? Hm. Muss ja irgendeinen Sinn haben. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu laut. Der Typ scheint auch ein bisschen schwerhörig zu sein, von daher... Das ist anscheinend nicht so das große Problem. Freiheit! Freiheit! Hier komme ich nicht weiter. Hier haben wir jetzt unseren anderen Freund oder was? Boah, wo rennt der lang? Ah! Alter, der ist hier direkt in der Nähe. Der ist hier. Der ist irgendwo hier. Das ist ein Stolperdraht. Warum sehe ich von dem keinen Schatten? Da ist er. Ach, der ist hier jemanden aus am Ausweiden. Was macht er denn jetzt? Jetzt wandert er. Leute, ich habe irgendwie ein ganz doofes Gefühl hier. So, Streichhölzer sind jetzt mittlerweile auch voll.
Hiervon habe ich auch wieder ganz viel Schuss. Das wird ein ganz doofes Szenario. Ich werde alles entschärfen, um dann wahrscheinlich gegen die Typen kämpfen zu müssen. Und dann jagen die mich hier durch diese 5 Milliarden Räumlichkeiten. Und deswegen liegt hier auch noch so viel Muni rum. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. So, jetzt haben wir das Supersäure-Problem ja langsam gelöst. Die Ratten. Ich folge euch. Ich glaube, wir haben es geschafft. Also zumindest vorerst. Kidman, bist du da drin? Alter, also ich muss ganz ehrlich sagen, die bauen echt ganz gut Spannung auf in dem Spiel, ne? Also selbst wenn ich jetzt relativ gelassen da gerade rangegangen bin an die ganze Sache. War es denn doch nicht so locker, wie ich es mir eigentlich erst vorgestellt hatte. Und jetzt? Das ist eine Leiche. Oh, ein Koffer. Ein Koffer. Ein Koffer, schön. Mit... Oh, Muni 3. Da liegt eine fucking Box drin. Da müssen noch 50 Stück drin sein oder so. Mindestens. Oder 500. Ja, jetzt kommt die Musik bestimmt gleich wieder. Was? Haben Sie es noch nicht kapiert? Er liebt es, andere zu quälen. Sie wissen zu lassen, dass er am längeren Hebel sitzt. Legt Köder aus. Piesackt seine Opfer. Seine hinterhältigen Fallen. Als es mich erwischt hat, war mir absolut klar, was vor sich geht. Ich habe es erkannt. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Ich wollte die Wahrheit erfahren. Das wusste er. Detective Castellanos. Lady, seien Sie ehrlich zu mir. Werde ich verrückt? Wenn Sie überleben wollen, sollten Sie sich gut überlegen, wem Sie vertrauen. Ja. Und damit geht's mir jetzt gleich besser, oder was? Hast du sonst noch irgendwelche Infos? Hallo? Zeitung. Anwesen brennt ab. Jahrhunderte altes Anwesen abgebrannt. Verdacht auf Brandstiftung. Das Victoriano-Anwesen ist vollständig abgebrannt. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Der Aufenthaltsort des zurückgezogenen lebenden Besitzers ist unbekannt. Was haben wir noch hier? Okay, das ist alles nicht mehr zu lesen. Ja, nochmal meine Sachen da verbessern, habe ich jetzt keinen Bock. Ich will jetzt gucken, wie es hier weitergeht. Geht euch bestimmt auch so. Ich setze mich nochmal gerade hin. Ach ja. Und ich habe mir natürlich angewöhnt, alles hier mal schon bei Nacht zu spielen. Ist von meiner Arbeitszeit aber auch ja gar nicht anders möglich. Ne? Weil von der Arbeit her bin ich immer erst so gegen 21:15. Also 21:15 zu Hause. Dann noch mit dem Hund gehen. Also meistens komme ich erst um 10 oder so zum Videos machen. Zum Zocken. Und dann ist es auch jetzt... zu dieser Jahreszeit. Dunkel draußen. Jetzt ist die Tür zugegangen, aufgegangen. Ich möchte den Fahrstuhl benutzen und in den Himmel fahren. Wenn das nicht alles so abscheulich blutig wäre jedes Mal, ne? Man weiß eigentlich, es ist ein Game. Ich kann hier jedes Mal speichern. Und muss es dann einfach nur nochmal machen, aber... ganz ehrlich, irgendwie macht es das nicht besser.
Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder bei dem Punkt angekommen, wo es dann gleich nicht mehr zurückgeht. Ich habe den Typen da hinten schon gesehen, Leute. Aber er beobachtet mich ja gerade nicht, deswegen dachte ich, ich kann ja mal kurz... Also langsam läppert sich das für die Magnum, da kann ich dann wohl bald doch was mit anfangen. So. Wir können uns ja vielleicht mal ganz leise anschleichen. Der hat Sprengdinger drin. Ich werde mal ganz kurz... Verzeiht mir bitte, dass ich jetzt so ein Schisser bin gerade, aber... Ich werde den Typen... Genau das dachte ich mir nämlich. Alter, wo kam der Wichser jetzt her? Lol, Leute. Okay, wieder die Pistole raus. Können wir jetzt auch gleich wieder die Injektionsnadel setzen. Und schon ist die Wonne wieder da. Jetzt können wir durch die Tür gehen. Jetzt möchte ich mal kurz gucken, was hier war. Gar nichts. Wo geht's hier lang? Ich guck vorher in den Raum. Meine Güte, man weiß aber gar nicht, wo man hier zuerst lang gehen soll. Okay, dann nicht. Könnte ich jetzt einfach drauf schießen, aber ich glaube, ich komme hier bestimmt auch dahin. Oder auch nicht. Überall so eine Kackdinger. Soll ich mich jetzt wirklich noch auf irgendwas vorbereiten? Oh Leute, ich krieg zu viel Munition. Das ist doch scheiße. Sonst beschwere ich mich über den Kram. Jetzt kriege ich alles. Das kann nur Joseph? Das kann nur eins bedeuten. Oh, diese Dose, ne? Eine Granate. Glibbermus. Wer hat denn jetzt hier geschossen gerade? Mhm. Das ist er. Oh nee. Was denn jetzt? Oh Gott, und jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Andere würden mich jetzt fragen, warum ich den Scheiß entschärfe. Ich weiß es nicht. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Vielleicht so, in der Art. Lol. Wie mache ich das? Okay, ich muss hier irgendwie lang. Oh, da fliege ich auch noch so ein Ding lang. Lol. Okay.
Muss ich nochmal versuchen. Man wird ja auch immer irgendwie reingelegt, ne? Wie hat denn das Teil jetzt gerade erkannt? Wie hat denn das Teil jetzt gerade erkannt, dass ich da lang gerannt bin? Das ist jetzt mal die total bedeutende Frage. Warum habe ich so ein Schockteil gekriegt? Kann ich damit die Typen auseinandersetzen? Also zersetzen? Ach, so kriege ich die Dinger kaputt. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann stellen wir mal noch so ein paar Teile her. Gut, ich denke, dürfte doch erstmal ausreichen. Hier fahren ja, ich weiß jetzt nicht genau wie viele. Alter Schwede. Achso, ich habe gleich zwei getroffen. Das ist natürlich schlau gewesen. Wo ist das Ding? Wo ist das Teil hin? Oh, Alter, okay, hier soll es ja nicht lang gehen. Auch nicht lang. Wo darf ich denn hier überhaupt lang? Okay, hier lang. Puh! Jetzt ist hier natürlich Feuer. Habe ich es jetzt geschafft? Bin ich durch? Halt. Säure. Alter. Der zielt ja nicht, wa? Leute, er zielt nicht. Er zielt nicht. Ey. Ich hau hier ab. Der zielt nicht. Ich drücke rechte mal. Ach so, im geduckten Zustand kann das nicht. Er ist unfähig, im geduckten Zustand zu zielen. Ist voll. Was hätte ich denn auch erschießen sollen gerade? Okay, hier sind sie lang gerannt. Obwohl ich diesem scheiß Safe-Cop-Typen auch nicht unbedingt hinterher möchte. Voll. Ja, gehen wir mal rein, ne? Oh mein Gott. Schon wieder?
Wie mache ich den nochmal platt? Ne, jetzt habe ich den falschen hergestellt. Ich hab mich verschossen. Oh, zwei Explosionspfeile haben gereicht. Ich muss weg hier, ich muss weg hier. Mach mal ein Licht an. Jetzt. Fuck. Ich hänge hier fest. Alter, wo geht's hin, Mann? Sind wir hier in der Abfallstation? Wo ist Joseph? Der hat auch wieder alle Sachen gepackt. Der denkt sich, oh, so, Sebastian macht das schon. Sebastian kann ja. Was kann ich denn da nehmen? Achso, hier diese grünen Kackteile da. Ich würde mir am besten einfach mal ein Bier reinswitchern. Ja, Kidman. Sieh zu, dass du deinen Arsch rettest hier. Die hauen doch jedes Mal ab. Ihr scheint's gut zu gehen. Was hat sie nur vor? Jetzt geht ihr auf den Spielplatz. Da, die ist so da lockerlässig. Ich hab hier die Todesängste, verstehst du? Ich muss mich mit irgendeinem so verfickten, wie heißt das Scheißding? Safe-Cop-Typen auseinandersetzen und die geht spazieren mit unserem geistig behinderten Kitty. Schön Katakan-Kind. Naja, wir haben ja eine Lampe und ein bisschen Munition und damit halten wir ja auch alles auf, nicht wahr? Freiwillig. Ich sollte auf jeden Fall mal nochmal eine Spritze setzen. Wenn nochmal so eine Explosion kommt, muss ich ja nicht einfach direkt drauf gehen. Hier scheint auf jeden Fall erstmal nicht wieder ein bisschen Kram mit Rumgetrickse anzustehen. Ach, wir sind draußen. Und ein Video. Kann Leslie nach Hause? Mit dem Zug bis nach Hause? Nein, Leslie. Heute nicht. Du... beschützt du mich? Ja, das ist mein Job. Gut, gut, gut. Wenn ich nach Hause komme, werden sie sich wundern. Es tut mir leid. Halt! Du verstehst nicht. Du weißt nicht, was aus ihm wird. Oh doch. Ich hab's gesehen. Du verstehst nicht, was Ruvik eigentlich will. Dann sag's mir. Was will er denn? Er will Leslie. Dann geht es um sein kleines Forschungsprojekt. Verarsch mich nicht. Ich habe einen Auftrag. Er darf den Jungen nicht bekommen. Leslie ist der Einzige, den er... Verdammt! Nein!
cool, liebe Freunde, wir haben wieder ein Kapitel geschafft. Kapitel 13 überlebt. Das Einzige, was ich jetzt nicht verstanden habe, ist mit das Opfer oder das Ding so hier hießen. Wegen Leslie? Und die Alte war... Ich habe gewusst, dass irgend sowas passiert. Wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr sowas auch geahnt? Dass da irgendwas im Busch ist bei der? Schreibt's mir mal in die Kommis. Puh, freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Und ich bin auch froh, dass das Spiel einen echt nochmal packt und fesselt irgendwie so in der Story, ne? Ich dachte nicht, dass ich da nochmal so ein bisschen Schiss kriegen kann. Aber doch, das Herz, die Pumpe geht schon ab und zu nochmal richtig. Nicht schlecht. Alles klar. Gut. Dann ist für hier heute Schluss. Würde mich wieder wie immer freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Ja, um keine Folge zu verpassen, abonniert mich. Würde mich natürlich auch über einen Daumen hoch freuen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer was. Euer Gernschat.